Herzlich willkommen zu einem neuen Video zur 300 Euro Challenge auf diesem Kanal. Heute mal mit mir alleine. Ich werde dieses Video auch selber schneiden, da bitte ich jetzt schon mal um Entschuldigung. Ansonsten die Autos von Yannick und Damian von Rost auf vier Rädern habt ihr ja schon gesehen. In diesem Video geht das jetzt um mein Auto. Ach Mann, was habe ich mir da jetzt nur aufgebrummt? Wie kommt hier mal nur auf so eine Idee, Janik? Muss ich mir ein 300-Euro-Auto suchen? Für eine Challenge, der zuerst Liebler verliert. Mit Janik und auch noch mit dem Damian von Rost auf vier Rädern. Da muss ich wohl ran, mal sehen. Was gibt's denn so Schönes hier? Mit Problem gleich, das ist natürlich auch nicht schön. Ach Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, was ist das denn? Ford K. Steht hier sogar in der Nähe. 300 Euro Verhandlungsbasis. Vielleicht kann ich noch ein bisschen was für die Anmeldung mir sogar noch raushandeln. 145.000. Baujahr 2000. Bis Oktober sogar noch TÜV. Fährt ganz gut, bisschen Rost. Ja gut, Rost. Das stört mich ja nicht. Ach toll, den will ich mir mal angucken fahren. So, dann bin ich da. Mal gucken, wo ich hier genau hin muss. Mir angucken. Ich werde nochmal fragen, ob ich vielleicht mitfilmen darf. Ansonsten sehen wir uns gleich danach wieder. So, dann fahre ich hier mal eine Runde. Das ist natürlich absolut kleines Auto für manch großen Kerl, aber dennoch Platz. Mitnehmen ist man schlecht jemanden. So, vielleicht sieht er drin sogar noch schön aus. Sieht natürlich scheiße aus. Mit TÜV wäre da nichts mehr. Ja, hier ist ein bisschen ölfeucht. Klingt, tut er gut. Haben noch gesagt, die Servolenkung soll ein bisschen ölen. Oh, 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 oh. Jetzt habe ich mir wirklich einen Ford Ka gekauft. Geht's jetzt los? Ich darf mir mein Auto abholen. Dann hoffe ich mal, dass ich die erste Fahrt auch gut überstehe. Das ist natürlich das perfekte Wetter, um das Auto abzuholen. Aber was macht man nicht für so eine Challenge, ne? Hier haben wir das gute Stück. So, jetzt habe ich hier einen Ford Ka. Hab den ja abgeholt. Was war denn erst? Der Brief fehlt. Nicht mehr auffindbar. Jetzt nach fast 3 Stunden, die ich da gewartet hatte, weil sie ja später kam und dann auch noch gesucht hatte, haben wir uns jetzt gereinigt. Ich habe das Auto mitgenommen und der Brief muss neu angefordert werden. Bin ich auf dem Weg nach Hause und werde dann nochmal in die Werkstatt fahren.
auch mal das Auto von unten angucken, aber ich glaube, ich habe sehr gute Chancen. So, jetzt ist mein Auto dran. Jo, moin. Ich sag euch, ihr habt keine Chance. Nein! Ja, ich wusste es. Auch in Rot, Alter. Rote Farbe ist in. Aber guckt als erstes hier. Was? Fuck, ey. Also wenn es zum TÜV geht, habe ich schon verkackt, ne? Das ist das hässlichste Auto, was man sich kaufen kann. Ich wollte es gerade. Besonders nicht bei meiner Größe, ne? Ja, ich wollte es nicht kaufen, weil das Ding ist klein. Ja. Schon was schön mit der Aufkleber. Was ist denn hier bei Team los eigentlich? Yin und Yang oder was? Ja. Ja, du brauchst halt deine innere Mitte zu finden, wenn du diese Kiste fährst, weil die ist immer kaputt, ey. Ne, die, die Motoren Rost halten. Alter, aber Rost, hier, Mann. Was ist denn bei dir passiert, Alter? Ich kann auch so sagen, meine Fahrertür kann ich nicht aufschließen. Was ist denn hier passiert? Komm mal hier mit der Kamera rein. Was ist denn hier passiert? Alter, ey. Ja, bisschen schön der Klarlack geht euch. Und jetzt macht die Tür mal auf. Boah, Alter. Okay, der wird auf jeden Fall den nächsten Türk nicht mehr sehen. Nee. Ey, hat er sich nicht überschlagen oder so mal? Ey, Jens. Du hast uns ja schon erzählt, dass du keine Papiere für die Kiste hattest. Ey, ganz ehrlich, ich wundere gar nichts mehr. Die Papiere sind angefordert. Ja, allein das schon hier. Die Kiste glaubt er. Wer glaubt das noch, ne? Aber hier geht das. Also eigentlich muss ich hier mal gucken. Ford Car. Wo haben wie viele verschiedene Farben das Auto bitte? Ja, das ist Kunststoff. Das bleicht immer anders aus. Das ist so die alten Rotfarben. Also normalerweise gammeln die ja hier wie Sau, ne? Warum? Also Ford Ka ist ja schon geil, aber auch noch in roten. Jetzt haben wir zwei rote Autos. Ich wusste ja nicht, was er vorher hat. Kann man übrigens schon spoilern. Wir hatten das ja in dem anderen Video schon gesagt. Wir drehen hier alles an einem Tag, weil wir die Autos wirklich nicht kennen. Ja. Und du bist jetzt als letzter dran. Deswegen wissen wir schon Bescheid, dass das andere Auto... Man muss dazu sagen, ich hatte meinen als erstes. Das heißt... Ein Tag vor mir, ja. Ja. Hast du schon den Fahrzeugbrief? Aber stand er draußen oder was? Der stand immer draußen. Deswegen ist er von innen feucht, ne? Aber starte mal den Motor. Das ist der gleiche Schlüssel wie bei meinem Fiesta damals. Ich finde die Schlüssel geil. Irgendwie. Das ist total geil. Boah, guck mal hier. Racing-Zubehör. Boah, in Rot. Ja? Das passt zum Auto. 50 PS mehr, ne? Was ist das? Ach, der 108.000 gelaufen, oder was? Ja. Auch gut, oder? Ja, ich hab... Auch hier sieht man... Aber hallo? Das Problem ist ja, ich hatte ja mal einen Fiesta mit dem gleichen Motor und die halten eben so. Boah, aber ein Fiesta-Motor, der nicht ölfeucht ist, gibt es nicht. Aber der Motor wurde doch gepflegt, der sieht ja ganz gut aus. Pflegen und der läuft, also ich bin damit ja hergefahren. Vor allem eure Autos oder das Auto ist gar nicht so verwohnt von ihm. Das war das Spannende, wie hast du bezahlt für die Kiste? Ja, was meint ihr? Ach ja, genau. Baujahr 2000. Ja, das neueste Auto sogar. Ja. Und was meint ihr so? Dass du bezahlt hast? Ja. Komm, du hast die 300 Euro auch voll gemacht, oder? Nein. Du hast unterschritten. Du hast weniger als 300 Euro bezahlt? Nein. 250 Euro. Er war für 300 angeboten. Was? Aber mal ehrlich. Also nichts gegen jemanden, der einen Ford Ka fährt, aber das Ding ist echt hässlich. Ja. Wird eigentlich. Das geht nur mit dem Schlüssel. Geht der jetzt gerade auf, oder was? Nee, jetzt gerade nicht mehr. Da ist doch die Leiche drin. Ich hab wundert. Hast du überhaupt mal schon mal reingeguckt? Ja. Aber mit dem anderen Schlüssel. Mit welchem anderen Schlüssel? Ich habe noch einen zweiten Schlüssel. Das ist zwei Schlüssel für dein Auto? Ja. Eingefroren. Das glaube ich. Das glaube ich auch nicht. Ging noch nie auf. Doch, da ist sogar noch Reserveöl drin. Bringt ja aber nichts, weil der Koffer auch nicht aufgeht. Ja, lass mal von unten. Das ist aber auch echt. Das, ich weiß nicht. Das ist Klarlack. Dass sich ablöst. Ja, weil es scheiße lackiert wurde und das Ding ist einfach, hatte man einen massiven Unfall. Du kannst, das, wenn das hier schon durchgegammelt ist. Deswegen, also TÜV würde er nicht mehr bekommen. Aber dennoch hat er am längsten. Alter, guck dir, ey, mal ohne, film doch mal hier auf. Guck dir das mal an. Guck mal.
Mehr Blätterteig geht nicht. Ich brauche noch niemanden Schraubenzieher dazu. Aber ist das Gute? Für die Challenge ist das nicht relevant. Das stimmt wohl allerdings. Aber wie gesagt, du in zwei Hälften ja, auseinanderbrichst hier mit der Karre. Das wäre auch ein richtig lustiges Video. Leute, ihr müsst jetzt schon mal in die Kommentare schreiben. Glaubt ihr, das Ding hält? Und die Frage ist, wie lange? Ja, mal, ich habe auch noch Profil. Nicht wie jemand anders. Ja, aber mir kommt schon die Sommerreifen bald drauf. Leute. Ist das Bremse ist auch noch gut. Die ist erst voll... Ja, leichten Grad hat sie. Ja, aber die Belege sind erst neu gekommen vor kurzem. Ja, dann ist ja gut, ne? Das reicht. Wenn du nicht alles kaputt reißt. Also, wenn wir Höchstgeschwindigkeitschallenge machen, sollen den Kisten. Also, das Ding fliegt, ne? Ich war nicht hinter dir. Ihr müsst aber leider, ich bin der Schnellste. Deswegen ist Jens immer das Stauende, weil hinter ihm keiner fahren will. Ja, 7 PS hat nicht, ist die überhaupt. Oder fragst du jetzt was? Ich glaube, auch 50 PS. Oder? Ja, wieso? Ich weiß es beim Hammer auch gar nicht. Ich baue eine Fähre. Müsste mal am Schein gucken. Also, ja. So, wenn man hier runter guckt. Achso, das ist wirklich eine Bühne. Ja. Oh. Der Schwedder, also das sieht man ja schon von außen, der Schwedder ist tot, ey. Ja. Deswegen, der würde auch keinen TÜV mehr bekommen. Also Leute, da sieht man mal wieder, das Auto hätte keine Chance mehr, weiter danach TÜV zu bekommen. Es ist einfach nur noch mal ein ehrenvolles Ende für so ein Auto. Ehrenvolles Ende, sagt er. Also Jens, ne, aber die Kiste ist auch ganz schön für dich geworden. Das ist fest. Aber so weit von. Ja, aber immer noch nicht so viel wie... Das verteilt sich ja bis Ende. Das ist ja noch schlimmer als bei mir. Nee. Ah. Mein also, Motor ist dran. Aber guck mal hier. Ich bin hier nicht mit der Jacke drin. Ja, okay, also ich meine, ein bisschen schwitzig ist das schon. Also, ja, aber deine Kiste ist schlimmer vom Öl, das muss man schon sagen. Ja. Nee, das täuscht. Das ja, Leute, also, was hättet ihr euch eigentlich für Autos gekauft? Sagt mal, für 300 Euro haben wir das richtig gemacht, haben wir es falsch gemacht? Was wäre eure Idee gewesen, eure Wahl? Und ja, vor allen Dingen interessiert mich aber auch, glaubt ihr auch, dass die ganzen alten Autos einfach länger halten? Ich meine, guckt euch das mal an. Wir haben für 300 bzw. 250 Euro ein Auto geholt. Ja. Das fährt, das lenkt, das bremst. Ob man jetzt einen roten Ford Ka als Auto zählen kann? Er fährt von einer mehr. Hier zähle ich auch nicht als Auto. Ey, ein scheiß Cento, das ist richtig geil. Komm, dafür ist der Nissan der Geilste. Schreibt in die Kommentare, was sollen wir für Challenges machen. Ihr müsst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen, damit wir sehen, dass euch das Ganze gefällt. Dann ziehen wir das hier endlos durch, bis es kaputt geht. Ja, und ihr wollt auch wieder neue Videos haben, eher vom BMW oder vom Bulli oder ähnliches. Das braucht Zeit. Und deswegen müssen es beschleunigen, Leute, bitte. Ey. Wir wollen im Sommer nicht mehr solche Kisten fahren. Du wolltest deine Sommerreifen am liebsten gar nicht mehr aufziehen. Wobei, ich überlege, ob ich dir das Ding abkaufe. Vielleicht kaufe ich dir das Ding ab, das war eigentlich ganz geil. Ja, Ford Ka. Und dann deine Freundin, ne? Richtig. Die freut sich ja richtig. Hast du sie lieb? Ja, nicht so, ne? Kommt drauf an, wer fragt. Wenn dir das Ding vor die Tür stellt, ich glaube, da gibt es kein Mittagessen mehr die nächsten Tage. Ja, Mann, ey. Das kann was werden. Ne? Ja, Leute. Also, schreibt fleißig in die Kommentare rein, welche Aufgaben sollen wir machen? Tschüss. Die Karre löst sich auf. Die Eisschichten lösen sich. Haut das rein, ist unser Zeichen. Leute, haut rein. Schaut bei Damian auf dem Kanal vorbei. Ja. Schaut hier auf dem Kanal vorbei. Daumen da lassen, Abo. Genau, Instagram-Accounts verlinken wir nochmal hier unten. Ja. Also Leute, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.